das sind auf jeden Fall zwei verlorene Punkte für uns. Wir sind gut gestartet mit 3 Siegen in die Saison und hatten uns vorgenommen, auch heute das Derby gegen St. Pauli für uns zu entscheiden. Trotzdem muss man auch immer das in der Gesamtbetrachtung sehen. Wir haben jetzt aus 4 Spielen 10 Punkte geholt und haben auch in den 8 Halbzeiten, sage ich jetzt mal, über weite Strecken das richtig gut gemacht. Insofern sind wir mit dem Saisonstart zufrieden. Heute hätten wir gern gewonnen. Wenn man auf die Tabelle guckt, der HSV 3 Spiele, 3 Siege, wir bisher mit 4 Punkten. Wir kennen die Mannschaft auch ganz gut, von daher ist es auf jeden Fall ein gewonnener Punkt und zeigt einfach die geile Mentalität der Truppe, dass wir immer wieder zurückkommen können. Das haben wir in vielen Testspielen, Blitzturnieren schon gezeigt und auch jetzt heute wieder souverän zurückgekommen. Hat Spaß gemacht. Ich denke, so im Laufe des Spiels haben wir es dann versäumt, einfach uns noch mehr von diesen Chancen herauszuspielen. Besonders in der zweiten Halbzeit hat uns da so ein bisschen die Klarheit Richtung gegnerisches Tor gefehlt, so die Ruhe im letzten oder vielleicht auch schon im vorletzten Pass. Und wenn wir dann die Chance hatten, war das Glück dann auch nicht auf unserer Seite und der Ball wollte einfach nicht mehr rein, der Siegtreffer wollte nicht mehr fallen. Aber wir nehmen den Punkt heute mit und nächste Woche in Bremen geht's weiter. Ich finde, wir sind von Anfang an gut reingekommen, wir wollten einfach griffig sein, den Gegner, der vielleicht individuell stärker ist, neutralisieren, um einfach als Team kompakt zu stehen und dann immer ja, einfach gemeinsam zuzupacken, füreinander irgendwie da zu sein. Und, sind eigentlich gut präsent gewesen, kriegen dann so ein bisschen durch eine Einzelaktion aus dem Nichts, finde ich, durchaus das 0-1, trotzdem wieder zurückgekommen. Ja, aber in der ersten Halbzeit war der HSV ein bisschen mehr am Drücker, ohne, finde ich, jetzt das große Chancenplus gehabt zu haben. Ja, und zweite Halbzeit war ich sehr zufrieden mit meinen Jungs. Ich denke, wir machen verdient den Ausgleich, haben sogar noch die Riesenchance zum 3-2 und haben eigentlich das Spiel auf jeden Fall ausgeglichen gestalten können. Bin ich sehr zufrieden mit.